drauf gehen. Und jetzt war es so, dass ich einfach und zum Pissen. Okay. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und dann war ich ziemlich müde und aus meinem Korb raus bin. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach aus meinem Korb raus, habe mir das einfach so. Gestern gedacht, ach, da reisen lassen, das ist sau, sau schwer. Mhm. Und jetzt auf. Ach, genau. Also, das war, wie gesagt, ich habe nicht auf die Uhrzeit geguckt. Und dann war ich so richtig schön entspannt, wie ein Baby, war richtig müde. Und das war dann kurz bevor ich dann eingeschlafen bin. Also, ich bin dann quasi, und genau das habe ich geschafft, ey. Und wie gesagt, dann bin ich raus, wie dann der Körper reinzieht, gehe lieber einfach gleich wieder weg, weißt du? Also, dann schwer, das ist so schwer vorwärts kommen irgendwie. Da war das wieder das Gleiche, wie bei der ersten, dass ich schwer vorwärts kommen bin. Also, ich habe dann so Schwimmbewegungen gemacht, weil es ist irgendwie in der Luft halt. Und dann habe ich so Schwimmbewegungen gemacht, bin aber nur sehr langsam visualisiert. Und habe mir dann, also, das waren so zwei längliche Schwimmbewegungen. Ja, und das hat dann funktioniert, also es ist besser gegangen, ja, dass es noch kurz war. Also ich bin da einfach weiter geschwebt, aber ich kann da nicht sagen, also was für ein Ortschaft es war, kann ich jetzt nicht sagen. Viel los, also es war nicht viel Leid. Und dann, komischerweise, ich bin dann, weißt du, so in die Gründe, die haben dann mir zu verstehen gegeben über Gedanken, über Getragung. Ja, ja, da haben sie gesagt, ich soll doch bitte, also ein paar Gedankenkraft, ich soll bitte, oh, habe ich gesagt, okay, sorry, ich bin hier nur auf der Durchreise quasi, also wir sagen halt verlaufen oder verflogen, ja, irgendwie sowas, ja, habe ich ja halt dann übermittelt. Ja. Ganz normal, also so ganz normal, eure Frau und ich glaube zwei Männer waren Astralreisende, also dass das träumende Astralreisende waren, die so kosmisch wichtig gewesen sind, mhm, die einfach darauf geachtet haben, dass sie wollen, also da, wie gesagt, da sind ja viele nicht amused oder wem. Okay, natürlich, da ist ja wie ich bin, natürlich respektiere ich das, ganz ja, klar. Schaffloge. Und wie gesagt, ich kann aber nicht sagen, was das war. Das ist war das vom Gefühl her, von der Zeit, war das die jetzige Zeit oder war das die Vorder, muss ich sagen, anzogen. Und von dem her war, würde ich mal sagen, schwer sagen. Auf jeden Fall, da bin ich hochgeflogen, habe die Ortschaft gesehen. Jetzt kommt sie, kommt so ein Fantasy. Ja, ja. Ich bin gezogen, mhm, ja. Und dann war ich ewig lang in dem Tunnel, weil da war es dann auch wieder raus, war, dass ich so schwer vorwärts bewegen konnte. Also mein Antrieb ging es dann schon besser, aber es allgemein maß an mich dann gewartet und dann war ich, das war natürlich gut. Meine Ungeduld hat das alles kaputt gemacht, da ich dachte, ja, irgendwie habe ich mir gedacht, okay, so unkompliziert wieder in den Körper zurückkommen, das wollte ich dann auch wissen, weil irgendwo mal jetzt eigentlich, für den Anfang war es jetzt echt okay und so, ich wollte dann nicht ewig lang in dem Tunnel, schwupp, bin mein Körper rein, zack, bin ich aufgewacht und dann halt ich, boah. Ey, super. Ja, ja. Also, hat aber eher dazu mich veranlasst, dass ich gesagt habe, das war ein luzider Traum. Ging von mir und Zimmer los, ja. Das heißt ja dann, dass es kein. Und was ich daraus gelernt habe, war auch, also ich wollte ja, ich habe dann auch schon Pläne gehabt, ich wollte das machen, ich wollte die Schwierigkeit gehabt, mich vorwärts zu bewegen. Mhm. Das war schon, wie gesagt, aber das ging gar nicht so einfach. Ja. Mhm. Wie gesagt, da haben wir gedacht, sie gehen so machstellen und richtig gut konzentrieren, dann geht es auch vorwärts. Sehr cool. Mhm. Ja, das wäre natürlich, ja. So leicht aus dem Körper rauszukommen. Einfach du wissen, das war wirklich so der direkte Punkt, wenn du musst den Punkt erwischen, kurz. Habe ich so Angst, weil ich meinen Körper nicht mehr bewegen kann, dass ich dann Panik kriege und wieder auf. Dass du ein Gefühl kriegst, dass du, weißt, dass du jederzeit wieder in den Körper zurückgehst. Dass ich noch irgendwo da in der Welt da draußen verhangen bleibt, in der Astralwelt und so würde ich es empfehlen, einfach mal kurz raus und dann. Und wie war dein Gehirn oder wie war dein Empfinden jetzt da dran? Zum Beispiel, du bist viel cleverer. Das zum Beispiel mit den Steinen und die waren so länglich und das war so, habe ich dann sofort gewusst, das ist jetzt quasi, und dann habe ich mir halt auch vorgestellt, dass da vielleicht irgendjemand sieht oder du. Mhm. Das zum Beispiel, also du kommst hier auf Lara oder so viel Probleme, also wie gesagt, das siehst du. Belastet, dass du Rechnungen zum Beispiel hast. Also ja, irgendwas, was dich belastet. Also das war ja so, dass ich das hätte. Weil es war ja so, wie gesagt, ich bin ja nicht vorwärts gekommen, quasi jetzt mit dem beschäftigt. Aber natürlich kann ich das mit einbringen, Astralreise, wo ich gehabt habe, also die ja aufgrund meiner Herz-Kreislauf wichtig ist, weil es ist ja, liegt ja immer an dir, was du tust. Oder Mensch, ich habe so viel Zeit verloren. Wenn ich die Zeit, wo ich da unter mir über Politik beschäftige. Der Marco Hümer. Ja, sozusagen. Ja. Also man darf jetzt natürlich auch nicht so viel erwarten. Gas gegeben, du hast ja richtig dich reingesteigert und viel gemacht und alles, dass ich jetzt, keine Ahnung, das ist wie bei meinem Training, man trainiert die ganze Zeit. Um sage, also wo ich rausgegangen bin,
war es zwar, Colny war doch so vorne in der Mitte, also zwischen den zwei Augen, in der Stirn. Und dann habe ich gemerkt, dass nur so ziehen und dass auch eine Zirbeldrüse im Kopf, dass sie sehr, wie gesagt, und dann ging es, also das war auch noch was, das ist ja immer anders, auch bei der ersten Astralreise, wo ich gemacht habe, ging es in meinem Kopf. Also da habe ich auch keine Vibrationen gehabt, aber ich denke, das ist einfach, also es ja, kann... Ja, Schwarz hat es auch gesagt. Ja. Also, jetzt bin ich halt so zwischendrin, weil eins da ist es wichtig, dass schon mehr Leute es lernen und mehr Leute scharf machen, dass sie das auch lernen, wie ich das in England bringen. Ja. Weil, wenn ich es natürlich in ganz besser. Aber dann darf ich wiederum, muss ja. Ich habe gefreut, okay. Hast du das jetzt nur erzählt, so, was du so erlebt also, das hast. Ist so, das manche das so machen. Geschafft. Und ihr nicht. Dann auch so, weißt du, ich habe mir dann auch andere Einstellungen angelegt, wo ich dann gemacht habe, als ich, und dann schafft es halt der andere, ja. Und das ist vielleicht auch, denke wir alle als Kollektiv müssen unser Bewusstsein verändern. Und ich sage, hey, dazu sind wir ja nicht da, wir sind ja dazu da, dass wir unser Bewusstsein erweitern, alle. Ja, cool. Freut mich. Also, vor allem als das Gespräch, ich habe das jetzt alles aufgezeichnet. Aha, und, okay. Ich würde jetzt schnell dieses Gespräch. Ja, super. Also, ich rufe dich gleich nochmal an.